Hey Gemerinos, ich bin's, der Marc, der B-Mac. Sorry, dass ich nicht gerade so viele Videos uploadet in der letzten Zeit. Aber Fantasy Basel und Arbeiten, die kennen es selber. Da haben wir nicht so viel Zeit. Aber heute gibt es wieder eins, bevor dass wir hier das Kartenspiel spielen, Hearthstone, noch ganz kurz. Overwatch, Beta ist vorbei. 23. geht es los, mein Eindruck. Absolutes Hammerspiel, macht schon jetzt Spass, wird sicherlich gross kommen. Und werden sicherlich auch Material, viel Material wahrscheinlich sehen, weil ich bin hure Fan von diesem Spiel, spiele es viel zu viel. Ich spiele es wirklich viel, sicherlich viel zu viel. Egal, wir spielen das Kartenchaos wieder mal, wir spielen Hearthstone und das Kartenchaos ist ganz speziell. Der Gastwirt fragt sich, welche beiden Karten sich am besten ergänzen. Zeige sie ihm, wähle zwei Karten und spiele mit einem ganzen Deck nur davon. Zwei Karten auswählen. Und spielen. Vielleicht nicht so speziell, kannst du irgendwelche nehmen. Ich habe einfach gemacht, eure Mechs kosten eins weniger, wenn ich die spiele, und vielleicht einen anderen zufällig befreundeten Mech am Ende eures Zuges plus zwei. Die zwei zusammen. Glaubt's mir. Das kann recht tätschen. Jetzt wäre es scheiße, wenn ich würde verlieren. Wir werden gewinnen. Ich hoffe es. Das heißt wirklich gerade drin beschissen. Ich habe noch andere Videos aufgenommen, unter anderem, wenn ich noch ein paar Karten mehr auftue und bringe ich alles. Wir wollen am Anfang vor allem. Ja, da behalte ich. Das ist ehrlich. Wir wollen auf 3 kommen und wenn wir 3 haben, dann gibt's, dann geben wir so richtig mühsam Karten raus. Mal schauen, was er hat. Es nimmt mich extrem gestungen, was er hat. Er hat nichts. Und ich habe auch noch nichts. Die zweite Runde wird ins Messerli ziehen. Unsere Heldenfähigkeit legen Dolch 1.2 an. Also ein Schaden. Und ich könnte eigentlich. Ich könnte schon sehr mühsam sein. Aber wer ist der erste 2? Zoe? Was meint ihr? Zoe? Ach komm, ich tue. Go for it. So. Und da und da. Oh mein Gott, jetzt wenn wir schauen, ob er irgendetwas machen kann. Jetzt wenn wir schauen, ob er irgendetwas machen kann gegen das. Alter, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hey, eure Max kostet eins weniger, das kumuliert. Oh, er hat eine ähnliche Taktik. Er hat eine ähnliche Taktik. Ja. Ich glaube, er hat es mit dem Dings, mit dem. Da hier, mit dem Fuchs. Hey, du! Ja, Vermechs Angriff. Ist natürlich auch nicht schlecht. Wir werden schauen. Wir einfach werden wie blöd angreifen. Ich gehe hier auch wirklich face, dass mir scheiße geht. Vollgas! Wir können nicht gross etwas anrichten. Und er muss jetzt im Prinzip reagieren. Also er muss mir jetzt die wegnehmen. Er hat nichts anderes. Er muss mir die wegnehmen. Außer er hat hier eine Katze, das wäre scheiße. Den habe ich auch fast verloren. Hat er nicht. Er geht aber auf Face. Er geht auf Face. Hat er mich schon Leifel? Nein, er hat mich noch nicht Leifel. Oder 8, 16, 20, 23. Nein, er hat mich noch nicht Leifel. Uiuiui. Und jetzt muss er da hier verteidigen. Jetzt muss er drauf gehen. Er muss. Oder. Ich hab verloren! Fuck you, du grusiger Hurenwichser! Hab ich verloren? Warte mal schnell. Also es sind 8, 12, 15, 19, 21. Shit, man. Hure mühsam. Ja, komm. Hoffen wir aufs Beste. Los geht's. Oh, jetzt, wenn er das Ding hat, wenn er den hat, habe ich verloren.
Wenn du drei verloren, ich verloren und dann mache ich das Video noch einmal neu, weil ich verliere nicht. Er hat es nicht, er hat es nicht, er hat es nicht. Ich gewinne darum immer nur auf diesem Video. Ja, schön, schön. Yes, das ist es. Ja. Du musst nicht neu machen. Ich kann so tun, als würde ich immer gewinnen. Yeah. Kurzes Nachrichtsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oben rechts könnt ihr das Ding kommentieren. Und ich weiß auch nicht, ich könnt gerne noch so kommentieren, was ihr gerne möchtet sehen. Ich bin kein Hearthstone-Profi, Gott jämmerlich, gar nein, überhaupt nicht. Trotzdem habe ich ein paar Decks zusammengestellt, von Midrange, Jäger, Tempo-Mage, das spiele ich noch relativ gerne. Das ist ein Cancer-Deck, hoch 10, das ist mühsam. Agro-Bern. Agro-Paladin habe ich, Sulok und der Totem-Schaman, der relativ mühsam ist. Ihr könnt gerne in die Comments unten herschreiben, was ihr gerne würdet sehen oder könnt mir auch mal sagen, welchen Charakter das ich spielen soll. Wie gesagt, Hearthstone ist für mich einfach Fun. Ich spiele so nicht so viel. Oben rechts, euer Mark, euer BMac.